Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Man sitzt hier mit unserem Gumpert und durch gewisse Konstellationen ist es jetzt blöd, weil wir haben jetzt das komplette Herzogtum Bayern gegen uns. Kann natürlich kapitulieren, dann werden wir unsere komplette Kohle los. Aber jetzt lassen wir es einfach mal so, wir lassen laufen. Wir haben nämlich hier Verbündete, die hier kommen. So, da die Petition ist abgelehnt. Das will er aber nicht. Zweite Meinung. Denkt in diesem Augenblick lang nach und ruft er, ich brauche noch einen Rat. Graf Engelschalk wird es Ihnen sagen. Weißer Friede. Jawohl, das ist prima. Das ist doch schon mal super. Dann haben wir das hier schon mal. Und wir bekommen Lösegeld. Das ist ja auch schon mal hervorragend. Das schauen wir mal hier gleich rein. Da bekommen wir 50 Gold vom Hardwin. Sehr gut. Und von hier bekommen wir 25. Aber müssen wir den erst rauslassen. Und die Hildegarde ist schwanger. Sehr gut. Und den hängen wir auch auf, den Brief. Jawohl. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, wir wollen ja nicht hier dauernd huldigen. Ne, Gold. Ja, 50 Gold. Also jetzt huldigen wir mal nicht. Der hat uns ja geholfen und den Krieg quasi beendet. Das war hier schon mal gut. Das war hier schon mal sehr, sehr gut. Könnte man ja jetzt mal hierher schauen. Das ist wieder da eine andere. Da könnte man mal hier noch Ansprüche generieren. Auf der Seite. Die sind ja auch schwäbisch. Ja genau, ich glaube, das ist dann für uns besser geeignet im Moment. Okay. Genau. Das ist besser. Als das. Der ist tatsächlich jetzt noch zu stark. Der kam da rein. Mit dem stand man eigentlich ganz gut. Der hat sich da nicht gekümmert. Und da waren dann die Ansprüche ganz anders. Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Vasall. Da werden wir Ratskanzler. Jo, herrlich. Gern werden wir hier Ratskanzler. Bekommen wir zwar zwei Prestige sogar im Monat. Okay. Das ist prima. Wir bräuchten natürlich einmal einen besseren Radspitzel. Ja, weil sie muss ja auch nichts tun jetzt im Moment. Aber natürlich, wenn man dann weiterlaufen lassen würde, würde es etwas flotter gehen. Aber da haben wir nochmal den Kopf schnell aus der Schlinge gezogen. Meine Tochter, die Helene. Ja, wunderbar. Haben wir drei Kinder jetzt. Genau, dann gehen wir lieber hier rüber. Dann machen wir das. Oh,
da hat er starke Verbündete. Das ist natürlich nicht gut. Oder da gehen wir rüber. Das wäre noch besser. Da machen wir es so. Da machen wir das lieber so. Das ist besser, nicht so risikoreich. Okay, genau, das lassen wir laufen. Da geben wir mal ein bisschen Gas. Jetzt können wir neuen Vorzug freischalten. Botschaften. Spracherwerb, Komplottstärke. Katholisch, Schwäbisch. Da hat er noch nichts. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Ich hätte gern, dass euer Sohn und Erbe Rassow von Kempner den Waldo. Ja, wieso soll er zum Waldo? Ja, ihr braucht natürlich hier einen Vormund, aber ich dachte, das wollen wir hier selber machen. Machen wir natürlich selbst. Und dann lehnen wir das ab. So, dann haben wir das gleich. Was war das jetzt überhaupt? Okay. Der will hier das komplette Königreich übernehmen. Ja, so, und jetzt ist es soweit, endlich. Jetzt können wir das Herzogtum schaffen. Herzogtum von Augsburg. Ihr seid jetzt ein mächtiger Herzog. Ja, klasse. Da kümmern wir uns jetzt mal darum. Kommen wir jetzt zwar in die Miesen. Aber jetzt ist es so. Schauen wir jetzt einmal hier rein. Gut, Krone haben wir keine. Wir haben so ein Ding hier. So eine Art Krone jetzt bekommen. Aber ist nicht im Inventar. Und jetzt schauen wir mal, wie alt ist jetzt unser Sohn. 13 ist er erst, da haben wir noch Zeit. Rassow schien unser letztes Festmahl viel Freude bereitet zu haben. Ja. Weil wir hier nicht gesellig sind, lassen wir gesellig. Ansonsten hätte ich jetzt den Zufallsgenerator bemüht, aber der wird dann anders, der wird gesellig. Wir sind da eher paranoid, stur, nachsichtig. Aber ein wahnsinnig guter Diplomat. Ja, da oben wird er wieder überfallen. Das stört uns wenig. Könnte man jetzt sagen, wir treten hier mit bei. Dann hätte er auf jeden Fall bessere Chancen. Frage der Loyalität. Will er hier schon wieder wissen. Er wird sie wieder drauf ansprechen, natürlich. Rassow.
sagt er, hier seine Kinder, die gehen hier nirgends hin. Er wollte es wieder mal nur aus ihrem Mund hören. Damit ist eben das klar, wenige Ritter. Schauen wir mal. Laden wir Ritter ein. Wahrscheinlich einer gestorben, einer seiner Ritter. Vielleicht bekommen wir mal ein paar gute, ehrliche Anschuldigungen. Ich bin überrascht, meine Gemahlin beim Umherschleichen in meinem Studienzimmer vorzufinden. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht auch zu urteilen, ist Hildegarde wegen irgendetwas aufgeregt. Mein geliebtes Wesen, ich muss euch gestehen, dass mich Anno schwer gekränkt hat. Ja. Warum erzählt ihr mir nicht alles nochmal von vorn? Je mehr ich über diese Geschichte höre, desto überzeugter bin ich, dass meine Gemahlin mir nicht die Wahrheit erzählt. Wir lassen uns hier nicht irgendwelche Storys erzählen. Das ist ein sehr, sehr guter Arzt. Kampfgeschick. Wir haben die Kohle nicht. Da müssen wir dann nachher mal schauen, wenn wir mal wieder Geld haben. Nee. Waldo kann nix. Waldo ist nicht geeignet. Oh, der Papst gibt uns Geld. Jawohl, und jetzt schauen wir mal wieder hier in den Hof rein. Und schauen wir mal. Der ist jetzt Gast. Das wäre. Ja, aber. Genau, den, der braucht 50 und zwar. Ja, weil er ein relativ guter Kämpfer ist. Da müssen wir noch etwas warten. Der Andreas von Wittelsbach. Ein kompetenter Kämpfer mit 14 Kampfgeschick. Im Prinzip braucht man nur einen. Vielleicht käme jetzt auch noch ein anderer Ritter, der weniger Geld will. Das werden wir gleich sehen. Noch ein Ritter. Der will 85. Oder ist der andere dann direkt noch günstig? Und schon wieder einen neuen Lebenswandel. Erzwungenes Vasallentum. Ihr könnt den Vasallenzwang Kriegsgrund verwenden. Okay, bin zwar jetzt nicht sicher, was das bedeutet. So, und jetzt können wir den hier zu uns holen. Diesen Typen. Meine Tochter, eine Ute. Mögest du stark und weise werden, meine Tochter. Ja, super. Jetzt holen wir den Andreas von Wittelsbach. Ach, weil wir paranoid sind. Aber wir müssen einen holen. Das hilft uns alles nichts. Wir brauchen genügend Ritter.
Rothenburg haben wir schon einen Anspruch. Okay, haben wir da schon einen Anspruch? Ach, da haben wir noch Waffenstillstand. Weil das ist ja Herzogtum Bayern. Und was wäre mit dem Thomas? Der will auch 50. Ja, vielleicht später mal. Vielleicht später mal. Können wir noch mal schnell schauen. Ja, er hat nur 12 Kampfgeschick. Ja, das ist immerhin 16. Ja, wie lange haben wir hier überhaupt noch Waffenstillstand? 16. Oh, genau, ist ja hier. 16 Monate noch. Da braucht man einfach noch etwas Geduld, aber wir haben es ja. Ich will nur jetzt nicht, dass wieder irgendeiner kommt und uns das komplette Land wegnimmt. Das macht dann wirklich keinen Spaß. So, was ist denn hier für ein Vasall, der hier was fordert? Haben wir denn hier einen, den wir austauschen können? Ein Vasall von uns will hier rein. Verwaltung wäre gut. Besser als der Adolf auf jeden Fall. Jo. Dann würde man doch den mal austauschen. Und der andere, dieser, der andere Typ ist ja auch. Vielleicht nicht ganz schlecht. Wer ist das wieder? Der hier drin war. War das der? Der Typ? Der Simon. Ah, er kann sonst nichts. Und was ist der Häuptling? Was soll ein Zwang? Häuptling Düngenskirchen, es wird unser Vasall. Der ist da hier oben. Vasallenzwang. Wahnsinn, was es alles gibt. Aber wir sind hier da nicht begeistert von diesem Bereich. Vor allem, da müssen wir hier raufgehen. Viel zu weit weg, sage ich einfach mal. Ja, dann würde ich mal sagen, okay, super, es geht hier schön voran mit unserem Augsburg. Und beim nächsten Mal werden wir dann sicherlich, wird der Waffenstillstand durch sein. Und dann können wir hier, schauen wir jetzt mal, genau, und dann können wir uns hier dann, was war das, Rothenburg, ne, Salzburg, Rothenburg. Keine Ahnung, das hier, Rothenburg holen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich freue mich schon drauf, hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, tschüss.